So, als nächstes gehen wir in eine Wohnungstour bzw. Roomtour. Meine neue Wohnung von Marc Eggers. Dachte, der wohnt unter Felix von der Laden in der in diesem Kranhaus, soweit ich weiß. Und jetzt gibt's eine Roomtour. Wir gehen rein. Wir sind authentisch. Also ich mache nochmal auf und dieses klassische, oh Leute, komm. Willst du auch klopfen? Diesen hier? Ah, der ist, Digga, ich finde das selber immer doof. Machst du den jetzt? Ich so, oh, hallo, Mensch, Carsten, wenn du schon mal da bist, lass eine Roomtour drehen. Carsten, hinter der Kamera, Digga. Es ist so unangenehm. Hab ich deinen Klopfer kaputt gemacht? Ja. Nein, jetzt komm, ehrlich, jetzt mal ehrlich. Oha. Oha. Ah, der wohnt noch in dem Kranhaus. Wegen dem Ausblick sieht man. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Komm rein, Carsten. Carsten auch heute hinter der Kamera, nicht nur bei den Umfragen, sondern heute auch mal bei der Roomtour. Ihr habt es euch gewünscht. Der eine oder andere hat sich gefragt, hä, warum bist du denn ausgezogen? Du hast doch eine mega gute Wohnung gehabt, ja? Tatsächlich nicht freiwillig. Ich habe mich unfassbar wohl da drin gefühlt, auch wenn es nur 55 Quadratmeter waren. Aber der Eigentümer kommt aus dem Iran und ich habe tatsächlich während des Sober Oktobers eine Nachricht bekommen, dass die aus dem Iran flüchten und gerne wieder in ihre eigene Wohnung zurück wollen. Normalerweise hätte ich noch eine Kündigungsfrist von 3 Monaten und hätte erst am 1.1. aus der Wohnung gemusst, aber wenn da jemand raus will, ihr habt es mitbekommen, politische Situation, wenn man da flüchtet aus dem. Oha, holy shit. Ja, gut, ich kann es verstehen. Und wenn du in der Lage bist, so ausziehen zu können, so kurzfristig, dann ist das natürlich ehrenhaft. Iran, für mich war es außer Frage, ich räume so schnell ich kann meine Wohnung und lasse die dann zurück in ihre eigene Wohnung. Bin dann am 27. vom Sober Oktober wieder nach Deutschland gekommen. Am 28. war schon Wohnungsübergabe. Am 1. konnten die schon einziehen, aber nicht, dass ihr euch wundert. Meine Wohnung war Traum, ich wollte da auch nicht raus. Aber bei solchen Umständen, da ist es natürlich klar, dass man dann natürlich so schnell wie möglich rausgeht. Aber jetzt habe ich tatsächlich eine neue Wohnung und das ist meine absolute Traumwohnung. Ich bin einfach nur glücklich und dankbar, hier wohnen zu dürfen. Und ich zeige euch mal, wie der Eggers denn hier so haust. Also, man kommt hier rein und hat hier diesen wunderschönen, recht großen Flur sogar mit den Einbauschränken. So sieht das aus. Da sind die Jacken drin, Schuhe. Aber ich habe unfassbar viel Platz, um hier auch ganz viele Sachen zu verstauen. Eingangsbereich auch immer wichtig. Dann ein Gästebadezimmer mit einer Gästedusche. So sieht's aus. Nein, Carsten, es ist nicht echt Gold. Nein, es ist nicht echt Gold. Genau, Gästebadezimmer. Dann haben wir. Ein Gästebadezimmer ist so eine wilde Sache. Fühle ich asozial. Hier noch so einen kleinen Raum, wo die Waschmaschine versteckt ist. Ich hätte auch alles mal aufräumen können vorher, ne? So Aber eine wo ist denn Scheiße. da eine Und dann haben Dusche? wir hier noch eine Also. Gästedusche, da steht Ah aber ja, auch okay. noch viel drin. Es ist so dieser Klassiker, ne? Ja, ich mache die Roomtour, es ist aber noch nicht alles fertig. Aber ja, so ist es halt. Auch gerade was die Möbel angeht. Wer in letzter Zeit mal was bestellt hat, weiß, man kann auch echt mal ein paar Monate auf die Möbel warten. So ist es auch bei mir. Aber ich zeige euch einmal, wie es hier alles aussieht. Also, dann haben wir hier mein Arbeitszimmer. Momentan ist es tatsächlich noch eine Art Rümpelkammer mit Kleiderschrank, sogar noch ein Bett steht da drin. Aber das wird so ein richtiges Studio werden. Schreibtisch kommt rein, Kamera, Setup. Aber ich zeige euch das einmal, wie es aussieht. Du hast vorhin gemeckert, ne? Und gesagt, Marc, deine Parfümsammlung, die geht hier so unter im Arbeitszimmer. Aber ich muss mal schauen, wo ich die ganzen Düfte denn irgendwie. Ja, warum hat man so fucking viel Parfüm? Das ist geisteskrank. Wie man hinstellen kann, vielleicht auch so eine Vitrine oder ein Badezimmer. Schauen wir mal, aber genau, hier sind einfach noch meine ganzen Klamotten. Übrigens hier, Kater, sein Vater Theke. Wir sind jetzt auch in dem einen oder anderen Club vertreten. Also wenn ihr diese Theke mal sehen solltet und dahinter steht eine im besten Fall sehr nette Person, die euch ein Anti-Kater-Drink zubereitet, ja, dann markiert uns gerne, schreibt uns gerne Stories und wenn ihr mal Bock habt, dass bei euch im Club auch Kater, sein Vater verkauft wird, schreibt den Clubbesitzer an. Sagt, hey, kann doch nicht wahr sein, überall gibt es schon solche Theken, da wird Kater, sein Vater verkauft, aber bei uns nicht im Club. Kommen wir jetzt zum Wohnzimmer und ja, das ist tatsächlich der Grund, warum ich einfach unfassbar glücklich und dankbar bin, weil dieser wunderschöne Blick über Köln macht mich Alter, jeden sieht Tag schon aufs geil Neue aus. einfach wieder glücklich. Es ist so traumhaft, auf den Rhein schauen zu können, auf den Kölner Dom. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen, ihr habt es vielleicht mal mitbekommen, ich habe schon ein paar Videos mal drüber geredet. Ich habe tatsächlich eine Zeit gehabt mit 22 Jahren, da wurde meine Wohnung zwangsgeräumt. Also ich konnte nicht mal mehr meine Miete zahlen und das habe ich über einen sehr langen Zeitraum nicht gemacht. Und dann hat die Gerichtsvollzieherin mich angerufen und gefragt, ob ich zu Hause bin. Zu der Zeit habe ich noch Zivildienst gemacht. Ich war nicht zu Hause, also haben die meine
meine Wohnung damals mit der Polizei aufgebrochen und haben wirklich alles rausgeräumt, außer noch ein paar Unterlagen. Ja, für mich hat das eine ganz andere Bedeutung, dass ich jetzt so irgendwie wohnen darf und so eine Wohnung habe. Also die ist nicht gekauft, ich wohne hier zur Miete, aber wenn man so einen Background hat, dass man nicht mal mehr seine Wohnung zahlen konnte und zur damaligen Zeit war ich dann wirklich obdachlos. Also ich bin dann rumgelaufen, habe immer bei Kollegen gepennt, auf Isomatte mit Handtuch zugedeckt. Egal, wer mich bei sich aufgenommen hat, ich war glücklich über ein paar Tage, wo ich schlafen konnte, bis ich dann irgendwann mal wieder so eine WG hatte mit einem Kollegen auf der Reeperbahn und so. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, wenn man dann einfach weiß, man kommt so nach Hause, man hat so einen Blick, man hat überhaupt ein Dach über dem Kopf, weil auch diese 55 Quadratmeter Wohnung mit so einem View, ich war einfach nur glücklich und dankbar und ja, deshalb habt ihr mal so ein... Boah, ich würde gerne wissen, was der für eine Miete zahlt. So ein Einblick auch von meiner Seite aus, so wo ich auch gestartet bin, wo ich herkam. Echt teilweise rumgelaufen abends, auf einer Bank gepennt an der Hamburger Alster und so. Und jetzt hat man einfach so eine Traumwohnung. Deshalb, nur dass ihr mal so Bescheid wisst, der ein oder andere ist vielleicht dadurch ein bisschen motiviert. Das letzte Jahr wurde echt viel gearbeitet und dann kann man sich sowas natürlich auch ein bisschen erfüllen. Aber wir gucken mal weiter, wie sehr es geil. Hier aussieht. Die Sachen sind... Ich finde, Wohnung ist auch so mit etwas, wo es sich echt lohnt, Geld zu investieren, weil das nun mal einfach wichtig ist, zu Hause sich schön zu machen und so zu leben, wie man möchte. Noch aus der alten Wohnung mit rübergekommen, das ist halt die Vitrine. Ja, ich weiß, da gibt es noch schönere, da werde ich mir auch noch was Besseres holen, auch was den Couchtisch angeht und den Teppich. Viele Leute schreiben immer, ist alles zu klein, aber es kommt alles Stück für Stück, wird das nochmal gemacht. Der Lederjacken-Eggers darf natürlich nicht fehlen. Momentan habe ich schon echt, also ich habe lange keine mehr gekauft, wahrscheinlich auch, weil ich keine mehr brauche. Ne? Aber ja, die Lederjacken dürfen nicht fehlen. Am Ende des Tages stehen sie hier, weil ich nicht weiß, wohin damit. Ich muss mal gucken, wo ich die noch unterbringen kann. Was ich richtig geil finde, was die Wohnung sehr, sehr gemütlich macht, ist der Kamin, nein, Spaß, ist diese Holzwand. Für mich ist das richtig der Inbegriff von Gemütlichkeit. Sieht man das in der Kamera? Warte, ich gehe hier rüber. Das ist auf jeden Fall schön. Der Fernseher da drauf, das erste Mal, dass ich auch wieder so einen richtigen Fernseher habe. In meiner Wohnung davor, da war halt der wunderschöne... Doch, sieht echt gemütlich aus. Fernseher platzieren und mit dem Index. Für den Blick entschieden als Holz. Für Netflix und Co. Tannenbaum, auch was Besonderes, oder? Der Eggers, die gute alte Nordmann-Tanne. Santi nochmal dazugestellt. Ich weiß, ey, es gibt so viele Leute, die kennen sich so gut aus mit Inneneinrichtungen und sowas. Ich bin da kein Experte drin. Ich gucke immer so, dass das irgendwie passt, aber ne, wenn es jemand nicht gefällt, ihr könnt es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Auch gerne Verbesserungsvorschläge. Dann haben wir hier einmal so eine richtig schöne Holzplatte. Hier kann man sich tatsächlich nochmal gemütlich draufsetzen, ein bisschen rausgucken, hinlegen, alles mega, mega nice mit so einer Kuscheldecke. Und dann habe ich hier jetzt erstmal probiert. Das ist so ein wilder Platz. Also wenn ich diese Butze hätte, ich würde zwar da nie sitzen, aber einfach die Möglichkeit... Oh, Jung, ruhig. Einfach die Möglichkeit zu haben, da zu sitzen, schon wild. Mein Büro sozusagen, ja, mein Schreibtisch hingestellt, Streaming-Setup, hier wird gestreamt. Oha, wissen wir jetzt, wie Carsten aussieht? Das steht jetzt erstmal noch hier, aber sobald das Studio hinten fertig ist, wird das alles rüber verlagert. Dann auch ein Upgrade zu meiner letzten Wohnung. Ich habe tatsächlich endlich mal einen Esstisch. Beim letzten Mal musste ich entweder an diesem kleinen Tisch essen oder halt an meinem Büroschreibtisch. Jetzt habe ich hier wirklich einen richtig schönen Esstisch. Hier können 6 Leute dran Platz nehmen und gemütlich dinieren. Kommen wir rüber zur wunderschönen Küche. Boah, auch ja, sehr schöne Küche. Ich bin einfach nicht der beste Koch und ich mache es auch nicht so gerne, aber das wird sich definitiv jetzt hier ein bisschen ändern, weil die Küche ist einfach wirklich wunderschön. Also hier ist alles, ach ja, also hier will man eigentlich nur kochen, oder? Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, kann man das sehen, wenn du jetzt mal hier so stehst und wenn man dann so kocht und hat halt diesen Blick, das ist schon geisteskrank. Meine zukünftige Frau kann sich freuen, so werde ich dann für dich kochen. Nackt. Dann haben es war so klar. Den allerersten, ich habe drauf gewartet. An dieser Stelle auch wirklich vielen lieben Dank an die Eigentümer dieser Wohnung, dass ich hier überhaupt einziehen durfte. Auch im Vorfeld noch ein Gespräch gehabt. Sehr, sehr sympathisch. Also da möchte ich mich nochmal bedanken. Und an die Immobilienfirma, dass das auch alles so geklappt hat. Weil wer mich kennt mit meiner Vergangenheit und damals mit Schulden und so, da ist es gar nicht so einfach, eine Wohnung zu bekommen. Teilweise sind Schufa-Einträge sehr, sehr lange da. Also Leute, passt wirklich immer auf. Guckt, dass ihr eure Miete zahlen könnt und alles. Also das hängt euch manchmal jahrelang nach. Also ich habe so viele Probleme dadurch schon gehabt, nur weil ich echt vor so vielen Jahren mal was verkackt habe und richtig reingeschissen habe, aber deshalb auch nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle an die Eigentümer. Und dann haben wir hier den allerersten Balkon, was hier ganz cool ist, dass der komplett überdacht ist. Vielleicht mache ich hier nochmal so eine richtig geile Couch-Area hin oder so. Im Best Case auch nochmal Grill. Aber das ist so der erste Balkon. Einfach der erste Balkon, der hat einfach mehrere Balkone. Hier draußen sitzen, ein bisschen quatschen, Karten spielen, wie auch immer. Das ein oder andere Bierchen mal trinken, ist einfach natürlich mega. Das ist der View, so sieht das Ganze aus. Wir haben auch heute wirklich richtig Glück, weil das Wetter so gut ist. Die Sonne scheint, man kann ein bisschen weiter gucken. Aber das ist auf jeden Fall der erste Balkon. Dann gehen wir weiter. Der zweite Balkon, der auch recht groß ist, den man auch vom Schlafzimmer aus perfekt erreichen kann. Und der ist ein bisschen länger.
Der geht bis nach da hinten durch. Man ist noch ein bisschen näher am Rhein dran. Und das ist der zweite Balkon. Jetzt gerade, wie gesagt, in der Winterzeit, ne, da ist man jetzt hier nicht viel. Aber im Sommer, glaube ich, werde ich das schon sehr, sehr oft für mich nutzen. Lust auf Schlafzimmer? Ja? Carsten, klingt falsch, wenn ich dich frage, ob du Lust auf Schlafzimmer hast. Ne? Aber das ist das Schlafzimmer, so sieht das Ganze aus. Und ja, hier am Ende des Tages, ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich hier aufwache, so wacht man halt morgens auf mit dem Blick auf den Kölner Dom und auf den Rhein. Ja. Es ist schon eine geile Ausblick. Und es ist schon wild, muss man sagen. Wie gesagt, ich werde da selber echt so emotional, weil ich war 2010 beim Supertalent und habe zu der Zeit noch in Hamburg gewohnt. Dann bin ich immer über die Hohenzollernbrücke gefahren mit der Bahn. Und wenn man mit der Bahn nach Hamburg fährt, also in die Richtung, dann schaut man immer auf dieses Gebäude. Und ich weiß noch, 2010 bin ich da lang gefahren und habe gedacht, ey, eines Tages würde ich so gerne mal hier in diesem Gebäude wohnen. Und ja, es ist echt krass, wenn man sich wirklich so Träume erfüllen kann. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, ja, Digi, ist nur eine Wohnung. Und so. Für mich ist das was Krasses so. Und jeder hat ja seine eigenen Ziele und kann sich über eigene Dinge freuen. Und ich komme wirklich manchmal nach Hause und bin so heftig dankbar, dass ich fast schon weinen kann, weil ich mich einfach so freue. Aber es hängt halt mit dieser Geschichte zusammen von damals, dass ich halt einfach nichts hatte und damals dann immer mit der Bahn entlang gefahren bin und mir gedacht habe, so, da würde ich gerne mal wohnen. So, und jetzt gucke ich halt hier morgens, wenn ich aufwache, auf den Rhein und ja, bin einfach nur sehr, sehr glücklich. Deshalb, das ist das Schlafzimmer und ich erzähle das halt zwischendurch einfach nochmal, weil viele Leute auch einen immer in Schubladen packen und irgendwie gar nicht wissen, was so der Background ist und wo man herkommt. Ne? Viele denken auch, ja, der hat es immer leicht gehabt im Leben, die Eltern haben den alles finanziert. Nee, auf mich alleine gestellt, seit ich 15 bin, habe ich mich durchs Leben geboxt und habe wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man in jungen Jahren falsch machen konnte. Habe auch die Konsequenzen dafür tragen müssen, aber wenn man weitermacht, an sich glaubt und einfach Gas gibt, dann kann man tatsächlich sich auch Träume erfüllen und ich bin auch am Anfang. Das, was ich noch vor mir habe, ist noch ein ganz weiter Weg und das sind noch ganz, ganz viele Träume. Und ich hoffe einfach, dass ich sie erfüllen kann und weiter an mir arbeiten kann. Aber wir gehen weiter. Wir haben auch hier wieder so coole Einbauschränke. Das ist echt super. Da kann man noch Sachen verstauen. Dann haben wir hier mein Bibi freut sich. Badezimmer mit einer Badewanne und auch mit einer Dusche. Zwei Waschbecken. Ja, so viel kann man gar nicht dazu sagen. Ich finde schön, dass es direkt im Schlafzimmer ist. So. Aber da ist keine Dusche drin, oder? Ein Badezimmer mit einer... Ah, doch, da rechts. Okay. Badewanne und auch... mit einer Dusche. Digga, er hat sogar die Dusche gefilmt. Ich, ah ja, komm. Ah, lass dich drüber reden. Zwei Waschbecken. Ja, so viel kann man gar nicht dazu sagen. Ich finde schön, dass es direkt beim Schlafzimmer ist. So ist relativ angenehm, kann man einfach rübergehen. Aber das ist dann das Schlafzimmer. Und das war's auch schon, ne, Carsten? Mehr hat die Wohnung gar nicht zu bieten. So wohnt Marc Eggers. Was sind die Facts? 134 Quadratmeter. Ja gut, Mietpreis möchte ich euch nicht sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, was zahlt man hier in Köln? Oh Mann. Bei der Lage könnt ihr ja auch mal testen. Aber ja, am Ende des Tages nur so ein Video. Ich weiß, euch interessiert das immer. Man wird gern sehen, wie man so wohnt. Das soll jetzt nicht irgendwie sein, dass man hier angibt oder auf Welle macht oder keine Ahnung. Ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt so eine Roomtour mache. Aber ich dachte, wenn ich das verknüpfe mit der Geschichte so von mir und auch vielleicht den einen oder anderen motivieren kann, dann glaube ich, hat das eine gute Berechtigung. Hier wird gestreamt. Könnt ihr mir auch folgen auf Twitch. Karl ist sein Vater am Start. Let's me abchecken. Jetzt machen wir noch Werbung am Ende. Ne? Carsten hinter der Kamera. Danke, dass du wieder gefilmt hast. Und ja, das ist tatsächlich meine Wohnung. So wohnt Marc Eggers. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Ran an die Banane. Danke an Luca und Dave, die das Video wahrscheinlich bestens geschnitten haben. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Ciao. Ja, sehr, sehr, sehr wildes Video auf jeden Fall. Ich finde die Wohnung sehr geil. Muss ich sagen, so. Für ein bis zwei Leute komplett geistkrank, die Wohnung. Aber ich will nicht wissen, was der dafür zahlt im Monat. Das wird ein sehr gottloser Preis sein, glaube ich. Aber wenn er es sich leisten kann, ist er ihm gegönnt.